Willkommen zu einer weiteren Episode von Leben, Leben. Heute geht es mit Norwegen weiter. Das ist jetzt der zweite Teil. Im ersten Teil waren wir ja in Bergen und wie ihr seht, bin ich hier auf einer Fähre. Wir sind nämlich hier gerade auf dem Weg von Bergen nach Haugesund und da kann man halt leider nicht komplett die Strecke auf der Straße fahren. Allerdings war die Fahrt nicht lange, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange sie gedauert hat. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas, glaube ich. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ich habe das jedenfalls noch nie gemacht. Ist eigentlich ziemlich interessant und cool gewesen. Ja, das mit der Fähre kam auch ein bisschen überraschend. Also wir sind halt nach Navi gefahren, nach Haugesund. Und ja, irgendwann standen wir halt in so einer Autoschlange und dann war uns klar, dass wir mit dem Auto dann auf eine Fähre müssen und von da dann weiterfahren können. Ich habe das noch nie gemacht, es war irgendwie schon eine lustige Erfahrung. Es ist auf jeden Fall einfacher, als man sich das vorstellt. Also da sind halt so Anweiser, die dann halt anweisen, wo du genau hinfahren musst. Also falls ihr irgendwie Angst davor habt oder was auch immer oder euch da unwohl fühlt, braucht ihr nicht, ist eigentlich voll kein Ding gewesen. Hier seht ihr den Kamoi Beach. Also das war echt ein super schöner Strand, total leer auch. Also wir haben da echt kaum Menschen gesehen, wie ihr seht. Einfach, ja, wunderschön war es dort. Richtig schöner Sand, alles so richtig schön sauber. Ja, also ich fand es da einfach nur fantastisch. Das Wasser war zwar richtig eisig kalt, man konnte da meiner Meinung nach nicht schwimmen. Wir haben aber trotzdem zwei Leute gesehen, die da geschwommen sind. Also echt Hut ab, richtig mutig. Was ich sehr erstaunlich fand, war, dass da einfach diese bunten Liegestühle mitten auf dem Strand standen. Und diese Stühle, die waren einfach richtig intakt, also in einem sehr guten Zustand. Da wurde irgendwie nichts reingekritzelt oder irgendwie bemalt mit Graffiti oder so, sondern die waren einfach ein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange diese Stühle da schon stehen. Aber ja, wenn man solche Stühle wenn man solche Liegestühle an den Rhein stellen würde, zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf, ja, da vergehen, glaube ich, keine 2 Tage, da ist es sofort ja, mit Graffiti wahrscheinlich vollgesprüht und verdreckt und weiß der Geier was. Ja, und da haben wir aber echt gesehen, dass die Leute da ja, mega friedlich sind und dass es allgemein halt nicht so viele Menschen sind, ne? Und das fand ich halt sehr erstaunlich, dass diese Liegestühle einfach so unberührt blieben. Natürlich waren diese Liegestühle auch fest verankert, also man konnte die nicht irgendwie da von der Stelle wegreißen, aber trotzdem finde ich aber krass, dass die da so richtig sauber und intakt sind und dass die nicht kaputt gemacht werden oder verschmutzt werden. Also echt, echt der Hammer. Am Kamoi Beach, da war auch so eine Steinlandschaft direkt in der Nähe, die haben wir natürlich auch besucht und sind da ein bisschen rumgewandert und haben da, ja, die Ortschaft ein bisschen erkundet. Das war auch sehr spannend und eigentlich super schön auch, wie ihr seht. Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich war sehr, sehr beeindruckt von dieser Steinlandschaft. Ja, und ich war auch eigentlich immer wieder auch darüber erstaunt, wie menschenleer das einfach alles war. Man hat halt kaum Leute gesehen und die Natur, die wirkte halt auch wirklich sehr unberührt einfach. Das fand ich halt irgendwie echt sehr schön, dass man da halt auch so viel da halt alleine ist und da jetzt nicht so viele Menschenmassen sind. War auf jeden Fall halt auch so eine, ja, so ein Stück weit auch neue Erfahrung für mich, weil ich halt sonst eigentlich meistens irgendwo hingereist bin, wo viele Menschen da waren, ne? Also ich
war zum Beispiel mal in Koh Phangan auf so einer Ferieninsel in Thailand. Und ja, da waren halt einfach sehr viele Menschen auf so einer kleinen Insel. Ne? Und hier, da in Norwegen, da war es halt immer sehr leer eigentlich. Und das fand ich einfach ziemlich entspannt und es war halt auch neu für mich. Dieser Kamoi Beach, den ich besucht habe, der ist etwa, ich glaube, 40, 50 Kilometer nochmal von Haugesund entfernt. Aber wir haben uns gedacht, komm, das ist so ein schöner Strand, den können wir uns einfach mal gönnen. Deshalb sind wir dann einfach dahin gefahren, nachdem wir da den Haugesund eingecheckt haben. Hier seht ihr Haraldshaugen. Das ist eine Sehenswürdigkeit in Haugesund, ein Nationaldenkmal, denn hier wurde ein Herr Harald Schönhaar begraben, ein ehemaliger König von Norwegen. Ja, wie ihr seht, hatten wir mega Glück mit dem Wetter. Strahlend blauer Himmel, kein Regen, nicht mal Wolken. Also wir waren eine Woche da und es hat, glaube ich, nie wirklich geregnet. Also wir hatten echt immer strahlend Sonnenschein, sind wirklich zu der richtigen Zeit da angekommen. So, das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert, liked, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, Leute. Bis dann.